Mitten im Gefecht befinden wir uns bei Let's Play Lego der Herr der Ringe. Wir sind in Moria, werden hier gerade von Tausenden von Orks angegriffen und können jetzt erstmal in Ruhe speichern, würde ich sagen. So. Und dann hätte ich jetzt mal gerne jemand, der ein bisschen kampfkräftiger ist. Nein, Boromir war schon okay. So, oh. Wir haben einen Anführer oder was auch immer das darstellen soll, ausgeschaltet. Und jetzt den zweiten. Wo ist der nächste? Wie geil das aussieht im Hintergrund, die ganzen Typen, die dagegen laufen. Oh, jetzt brauchen wir fünf, okay. Erinnert mich ein bisschen an die Jedi-Schlacht in Lego Star Wars, im zweiten Teil. Ah, da ist einer. So. Ihr habt keine Chance gegen den Heermeister Gondors. Ja, kommt doch alle her, komm, ihr kriegt alle was ab. So, du auch noch und du auch noch. So, und da ist schon der nächste. So, das war's. Traut euch, kommt her. Was kommt als nächstes? Oh. Sieben von den Typen. Ja, wo seid ihr? Hä? Wer traut sich? Ja, da ist ja einer. So. Zack. Und du auch noch. Ja, komm. Ja. Das macht gerade echt richtig Laune, muss ich sagen. Einfach nur Dauer-X drücken. Und Orks verprügeln. Oh oh. Ein Balrog. Ein Dämon aus der alten Welt. Ein Feind, gegen den ihr nichts ausrichten könnt. Lauft! Ja, lauft. Aber geht zuerst noch zurück und macht das Skelett kaputt. Hallo? Ich will das Skelett kaputt machen. Warum kann ich das Skelett nicht kaputt machen? Wie viel Geld haben wir eigentlich? Oh. Es könnte mal wieder mager enden mit unserem wahren Abenteurerstatus. Mit dem läuft es ja noch nicht so gut hier in diesem Spiel. Da war Geld. Ich hab's genau gesehen, da war Geld. Ah, habt ihr. Ein 10.000 habe ich gefunden, weil ich so gute Augen habe. Ist das nicht genial? So, genug Selbstlob für eine Folge oder für ein Let's Play. So. Ich weiß nicht, ob wir uns hier gerade wirklich so viel Zeit lassen können, wie ich mir hier gerade mal dreisterweise nehme. Aber ich meine, der Balrog wird schon kommen, wenn er was dagegen hat, nicht wahr? Oh, können wir nicht kaputt machen. Zu schade, das sieht auch nicht aus, wie man es kaputt machen kann. Da sind die anderen ja schon. So, Skelett noch von der Wand hauen, sehr gut. Pippin kann mit seinem Eimer Wasser aus Lego-Wasserstellen schöpfen. Das ist ja toll für Pippin. Ach, den Eimer hat er doch vorher aus dem Brunnen mitgebracht, oder? So. Hallo? Ah. Man kann das Fass irgendwie nicht treffen, während es sich noch bewegt. Das geht logischerweise nicht. Oh. Da kommen doch garantiert wieder ein paar Orks, oder? Nö, nur ein Feuer. Schade. Ich hätte auch gegen Orks nichts gehabt. So, hier können wir gleich Wasser schöpfen, aber zuerst machen wir hier noch alles Zeug kaputt, logischerweise. Apropos logischerweise. Jetzt Achtung, es kommt eine Hammerüberleitung. Ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht mal ein Dings spielen wollen. Ein Grim Tales, also ein Wimmelbildspiel. Vielleicht kennt es ja einige von euch. Natürlich auch mal wieder vom geschätzten Kollegen Gregor. Also von Gronkh, falls ihr es, ja, naja, ist ja egal. Das habe ich jedenfalls, da habe ich eine Folge von seinem Let's Play zugesehen, zu dem aktuellen Grim Tales. Und ich finde es eigentlich echt cool. Es ist jetzt zwar nicht unbedingt so das, was ich spiele, aber es würde mich sehr interessieren, wie schwer das sozusagen selber ist, wenn man das selber spielt. Weil ich finde, wenn man da vor diesem Let's Play sitzt, denken wir immer, Junge, guck, da vorne liegt's doch, nimm's doch einfach oder mach's doch einfach. Mich würde interessieren, wie schwer das so ist. Und ich kenne kein einziges Grim Tales bis jetzt auf die, auf das, was ich jetzt gerade gesehen habe. Und ich meine, das geht ja bei 1 logischerweise los. Und da habe ich überlegt, ob wir das vielleicht mal spielen wollen. Das müsst allerdings ihr sagen, ob euch das zu lahm ist. Oder ob wir das mal spielen sollen. Das müsst ihr wirklich... Aua, Feuer ist heiß, merke ich gerade. Jetzt habe ich das Wasser von... Hä? Ja, leer ist doch da drauf. Hallo? Jetzt muss der da hinstehen, mein Gott. So, Gandalf kann mit Magie bestimmte Lego-Objekte bewegen. Okay. Wir verprügeln erstmal mit dem Eimer das Fass. Sehr gut. Vielleicht kennt ihr ja auch andere gute Wimmelbildspiele. Ich kenne ehrlich gesagt nur die Grim Tales-Reihe. Vom Namen her. Aber wenn ihr andere gute kennt, auch gerne in die Comments schreiben. Weil, ganz ehrlich, da hätte ich mal Bock drauf. Das so als, keine Ahnung, das könnten wir so als Free-Indie-LP in die Reihe aufnehmen zum Beispiel. Dann gibt es halt mal kein Horrorspiel, das ist ja auch egal, wir haben ja noch ein Horror-LP.
Obwohl das ja natürlich kein wirkliches Free- oder Indie-Game wird, aber ist ja egal. Die Playlist habe ich auch bloß so genannt, weil mir nichts anderes eingefallen ist. So, jetzt brauchen wir mal Gimli hier. Nein, nicht Gimli, den da ist doch. Dabei, nein, du sollst das Ding hier einhauen. Und, damn. Sehr gut. Ah, können wir noch ein bisschen an der Maschine hier rumbasteln. So, jetzt brauchen wir den Herren im besten Alter. 500 ist das perfekte Alter. So, der setzt mal das Rad da hinten hin. Nein. Genau, da, jetzt. Nein, du sollst das doch da hoch. Genau, hier jetzt. Hallo? Irgendwie klappt das nicht so ganz. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau. Uch, das wollte ich nicht machen. Ich weiß gar nicht genau, so was ich machen muss hier. Ich muss es schon halten, aber. Muss ich ja nochmal was drücken, um es dahin zu machen oder einfach loslassen? Hä? Nein. Oh. Ich check's gerade nicht. Sag mal, nein. Nein, ach Mann. Die Steuerung überfordert mich zuweilen immer noch ein bisschen, wie ihr vielleicht merkt. Huch, nein, das wollte ich auch nicht. Nein, Gandalf, bleib da. Wie kriege ich denn das so bildlich mehr weiter nach hinten, so in der Bildtiefe? Das würde mich mal interessieren. Ja, genau dahin. Ja, komm. Das gibt's doch nicht. Hallo? Was mache ich denn hier gerade falsch? Das muss doch dahin, oder? Wem habe ich denn die Kurbel eigentlich gegeben? Da, dem da. Nein, dem da. Muss ich die Kurbel da erst irgendwie hinmachen? Nee. Sag mal, bin ich jetzt zu blöd, dieses Ding da hinzumachen, oder wie? Hä? Komm schon! Das gibt's doch nicht. Übersehe ich hier gerade irgendwie was? Nee, hier gibt's nichts mehr. Also Entschuldigung, da oben leuchtet was lila und hier leuchtet was lila. Das muss ja dann wohl, das ist doch dann die logische Folge, dass das dahin muss. Nein, hör doch auf mit dem blöden Schutzschild. Sag mal, das gibt's doch nicht. Muss der vorher irgendwie das Ding da hinschieben? Ah, das kann's aber nicht sein, oder? Nein, das geht immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Was muss ich machen? Wie blöd kann man denn sein? So, das war Genickbruch. Komm schon, dahin jetzt. Das gibt's nicht, ich krieg das nicht hin. Moment, wer hatte die Kurbel? Du hattest die Kurbel. Kann man die jetzt irgendwo hinmachen vielleicht? Nee, ich glaube erst später. Sag mal, also Entschuldigung, aber... Es muss da hin. Was muss ich jetzt machen? Ich muss B halten, damit das Ding schwebt. Und wenn ich es loslasse, fällt es runter.
Muss ich das so nochmal drücken? Muss ich es ganz oft hintereinander drücken? Nein, hör auf mit dem blöden Schutzschild. Jetzt drücke ich mal die ganze Zeit, das hilft auch nichts. Hä? Ich fühle mich gerade hier echt ziemlich dämlich. Das gibt's doch nicht. Ich gehe mal kurz die Charaktere durch, ob es bei irgendeinem da leuchtet, aber... Wird jetzt wenig Sinn ergeben. Nee. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ja, wie kriege ich das Rad jetzt dahin? Ja, komm schon. Alter, das gibt's doch nicht. Wie blöd kann man denn sein? Das ist mir gerade äußerst peinlich. Kann ich mich eigentlich irgendwie noch nebenher bewegen oder? Nein, kann ich natürlich nicht. Komm schon! Also näher kann ich es bei Gott nicht hinmachen. Tut mir leid. Nein. Jetzt warten wir mal, bis das Neue da ist. Dann schieben wir das mal ganz dahin. So. Ah, jetzt stehen wir zu dicht dran. Ah, jetzt ist es wieder weg auf einmal natürlich. Komm, noch ein bisschen. So. Jetzt nach oben. Nö. Hä? Das gibt's doch nicht. Ja, B. Ich drück doch B. Ich lass B los. Es passiert nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Bin ich jetzt vollkommen bescheuert. Gibt's doch nicht. Nein, geh weg. Eine Schaufel irgendwas machen? Nein. Oh, komm schon, es ist doch genau davor. Was soll ich denn machen? Nein, Gandalf, bleib halt da, Mensch. Hä? Also Entschuldigung, aber... Ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Was mache ich falsch? Also, Entschuldigung, Leute, aber... also entweder ist das ein Bug oder ich bin wirklich einfach komplett beschränkt. Dann machen wir jetzt hier mal eine kürzere Folge. Wir hatten ja die letzte war ja ziemlich lang und ich gucke das jetzt nach. Also entschuldigt, das kann doch nicht wahr sein, ihr wisst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.